zwei Schlüssel. Ich wusste es immer. Sie ist ein. Ich bin der Unmensch. Okay, wir müssen erstmal zwei Schlüssel suchen. Rette mich, oh Mutter! Verschone mich, bitte! Ein Schlüssel. Er könnte in die Tür von der Haupthalle passen. Warte nicht da. Ich weiß, Dämon. Jetzt erkenne Vorsicht ich mit Feuer. Ich hätte nie an dir zweifeln sollen. Lass mich mal eine Sache ganz kurz gucken. Das nervt mich nämlich. Hier ist alles fertig. Hier auch. Hier auch. Ja, dann. Wem peitscht er denn da bitte schön aus? Heuballensperre. Tagebuch. Da liegt doch noch der Schlüssel, oder? Boah, ich will gar nicht wissen. Stell doch heute so nicht so komplizierte Fragen. Entschuldigung. Hallo? Ach Gott. Das ist Irrsinn. Die Diener haben nichts falsch gemacht, außer dem König treu zu dienen. Aber das war eine gute Idee. Emir unterstrich Barschur. Die Wache ist on fire. Auf jeden Fall. Vielleicht sollte ich im Obergeschoss suchen. Ja. So, hier unten haben wir jetzt alles. Was? Da waren wir. Ich höre dich, komm, mein König. Bitte weiche zurück. Ich verbrenne dich. Ich weiß, du fürchtest das Feuer. Ich bin nicht er. Ich bin nicht der König. Sag mal. Götter. Seltsam. Die heilige Schrift der Christen. Kein Schlüssel darin. Warum hat er sich jetzt selber entflammt? Noch ein Schlüssel. Ich sollte sehen, ob er bei der Tür in der Haupthalle passt. Der hat sich einfach selber in Flammen gesetzt. Trottel. Ich sollte diese Schlüssel bei der Tür. Ja, ja. Der Typ war auch on fire. Hoffentlich klappt das. Aber mit mehr Mimimi. Die Heilige. Aus der das Licht Gottes hervorstrahlt. Okay. Punkt für Sie dich. Sie hatten recht, was mich angeht. Sie hatten alle recht.
Ich weiß. Geißelt er sich selber? Wir sind, wie Sie sagen. Wir waren es immer. Selbst als Sie mich brannten, log ich und täuschte vor, von Dämonen befreit zu sein. Aber ich wusste es. Kein Feuer könnte mich deiner entledigen. Sie haben es oft genug versucht. Unter dem vernarbten Fleisch warst du immer noch da. Du bist hier. Du bist immer hier gewesen. Wir sind eins. Eigentlich ist es schon echt traurig. Lauter. Wir sind der Dämon. Wir sind... Ich bin nicht der einzige Dämon in dieser Kammer. Okay, ich glaube, der hat... Erst recht, kein nordischer Heide. Ich ziehe ihm gerade nicht wirklich. Ich bin nur dabei, ihm seine Ausdauer wegzunehmen. Hami unterstrich Koffein. Feuer. Ja. So, jetzt. Nicht zum ersten Mal. Vielleicht wird er wieder auferstehen. Er fürchtet das Feuer nicht ohne Grund. Emir unterstrich Barschur. Das Napalmboot. Schon so ein bisschen, ne? Emir unterstrich Barschur. Gleich mal frühstücken. XD. Mach das. Ist so ein bisschen, hat so ein bisschen was vom Bacon wahrscheinlich, ne? Wir werden dich vertilgen! Fürchtet das Feuer nicht ohne Gott. Er muss näher ans Feuer heran. Ja. Charles. Keine Mut.
Spontane Selbstentzündung? Stirb doch selber. In Richtung Feuer stoßen, das ist super. Er ist benommen, aber zu weit weg vom Feuer. Wait a second. Töte ich dich. Darüber denke ich noch nach. Oh no. Ganz ehrlich, ich töte die Arsch. Wieso hat sie denn jetzt die Pfeile nicht aufgehoben? Dumme Troller. Aber der Bosskampf war geil, der hat Spaß gemacht. Der war cool. Das war mal nicht nur blöd rumklöppeln. Nein! Oh, Charles! Sorry. Was haben sie dir angetan? Wieso die? Was habe ich dir angetan? Es hätte nicht so kommen müssen. Sein Tod ist die Strafe für alle, die er getötet hat. Und eine Gnade für alle, die noch gestorben wären. Sprich nicht von Gnade, während sein Blut noch warm ist. Arsch, warum denn? Was du getan hast, geschah aus Wut und Eigennutz. Ja. Nicht aus Gnade. Nein. Charles war eine Gefahr für mein Clan. Er war irre, jenseits aller Vernunft. Und sollte dein Clan eine Bedrohung für andere darstellen, hoffe ich, Gott gewährt ihnen die Weisheit, an der es dir mangelt. Entschuldigung, sie hat uns dumm genannt. Lass uns allein. Sie hat uns gerade dumm genannt. Das ist nicht nett. Nicht nett. Ich hätte ihn auch einfach so einsperren können, ne? Ich hätte ihn einfach so einsperren können. Ja, gut. Lass mich raten. Ja, wir müssen zurück zu Toka. Einmal zu Toka. Übrigens, für die, die es gestern nicht mitgekriegt haben, wir konnten Toka nicht schnackseln, aber Pias konnten wir schnackseln. Das hat funktioniert. Toka ging leider nicht. Eine Menschenmenge. Was geht da vor? Oh oh. Ein Bildgerät hier im Stück. Oh oh. Seid versichert, dass Charles nie ein Bündnis mit euch Nordleuten ehren wird. Ich hingegen stehe zu meinem Wort. Ha! Du bist nichts als ein getretener Hund, der unter meinem Tisch um Reste bettelt. Du wagst es? Halt! Ava, endlich können wir vernünftig reden.
Was ist mit Richardis? Hast du Charles getroffen? Richardis lebt noch. Charles nicht. Welch unerwartetes Geschenk! Wie er sich freut! Dann ist heute ein Tag zum Feiern. Sie hat dazugelernt. Skull! Skull! Sanitat! Was? Entschuldigung, aber das ist so Situationskomik, die verstehe ich nicht. Eivor. Du bist nicht weniger rätselhaft als die anderen Nordlinge, die ich traf. Hoffen wir, dass es noch mehr wie dich gibt. Hm. Ich muss jetzt gehen und den Thron übernehmen. Ich wünsche dir eine sichere Reise zurück nach Englerland. Deine größten Prüfungen liegen noch vor dir, Graf Odo. Ich hoffe, du hast die nötige Stärke. Das hoffe ich auch. Ha. Ja, er muss sich eine neue Frau suchen, weil seine ist ja gestorben. Blöd. Ist es denn weise, ihm zu vertrauen? Hm. Ich traue Odo genauso wenig wie jedem anderen in diesem Land. Odos Treue gilt seinem Volk. Meine auch. Und solange unsere Ziele sich nicht widersprechen, können wir weiteres Blutvergießen verhindern. Ich habe viel zu verdauen. Bleibe deiner Ehre treu und bringe deinen Leuten Ruhm. Wenn du das tust, kannst du nicht scheitern. Ich gebe Bescheid, sollten die Franken wieder einen Hunger auf Englerland entwickeln. Was deine Beziehung zu Odo angeht, zieh in Betracht, ihm das Land zurückzugeben, das Charles Siegfried versprochen hat. Nein, dieses Land ist ein Ausgleich für das Leid, das er verursacht hat. Odo hat noch Paris. Das muss reichen. Du klingst immer mehr wie eine Jarlskrona. Und jetzt muss ich an mein eigenes Volk denken, dem ich schon zu lange ferngeblieben bin. Oh. Ehe du gehst, nimm dies. Er gehörte meinem Vater Sinrik, dem zweitbesten Lehrer und Anführer, den ich je hatte. Es war mir eine Ehre. Ich hoffe, so gut zu führen wie du, Eivor. Solltest du je wieder Hunger auf fränkischen Käse haben, teile ich gerne mit dir. Leb wohl, Toga. Der gute fränkische Käse. So, das war's. Die Belagerung von Paris. Ich fand das DLC davor besser. Also das mit Irland. Was war das denn? Neue Quest, Heimkehr. True, ja. Ich fand, hier war die, sagen wir mal so, das Storytelling war jetzt nicht so geil. Aber das Problem ist, glaube ich, auch, dass Heimkehr, die Bedrohung Frankreichs ist vorüber, Eivor Rückkehr nach Hefnatorp. Ich glaube, dass das insgesamt halt nicht so viel Potenzial, also doch, obwohl, doch. Ich glaube, es hätte mehr Potenzial gehabt, wenn man die Charaktere weiter ausgefeilt hätte.
Also Odo ist, glaube ich, so der Einzige. Odo und Charles. Obwohl, aus Charles hätte man noch viel, viel mehr machen können. Odo war okay. Aber Toka war so... Ich habe mich noch nicht mal irgendwie so von wegen, ja, okay, jetzt muss ich Siegfried töten. Ja, pff, mir doch egal. Ich hatte überhaupt gar keine Bindung. Das war traurig. Das tat mir bei dem Druiden Eivor. Die ist sie mehr leid, als ich sie getötet habe. Das tat mir richtig leid. Jo! Wir sind wieder zu Hause, Ranvi. Sind wir in Sicherheit? Ja. Es könnte viele Winter dauern, ehe Franken an der Küste Englerlands landen. Dann sind wir schon alle tot. Paris sei gefallen. Das stimmt. Doch die Lage ist dorniger, als es scheint. Inwiefern? Ich habe den irren König Charles getötet. Oh. Odo, der Graf von Paris, will den Thron an sich reißen. Ist das gut für uns? Das wird sich zeigen. Aber Odo ist ein ehrbarer Mann und er muss sein Reich wieder aufbauen. Das klingt beruhigend. Außerdem ist Toka Sinriks Dotter eine treue Verbündete. Sie ist jung. Und sie lernt schon. Sie wird uns kein Unrecht tun. Vielleicht müssen sie von all den Gefahren nichts wissen. Wir kamen mit Beute, Ehre und fränkischem Essen zurück. Ich kann die Krieger bitten, ihre Erzählungen darauf zu beschränken. Sie erzählen doch alles und noch mehr. Voll die Klatschbasen. Ich fürchte auch. Also es war kein schlechtes DLC, aber das mit den Druiden fand ich trotzdem besser, weil es hat die Latte sehr, sehr hoch gelegt. Ne? Und wir sind wieder zu Hause. Gut. Wahnsinn. Also gestern hätte ich das nicht mehr geschafft, aber es ist gut. Es ist gut.